Sind wir vollzählig? Ich glaube, ja. Herzlich willkommen äh, zum äh, Panel 12, was um 12 stattfindet. Äh, Thema bei uns heute ist, welche Lizenz ist die richtige für OER? Ich denke, Sie haben sich alle das äh, Programmheft aufmerksam durchgelesen und wissen ganz genau, warum Sie heute hier sind. Ich weiß es auch. Ähm, ich war auch eigentlich ursprünglich als Gast eingeladen, äh, hatte eine liebe Kollegin, die dieses Panel moderieren sollte, die Helene Hahn, die ist leider krank geworden. Von daher darf ich die Rolle vom Gast zum Host übernehmen und äh, begrüße heute ganz herzlich und freue mich, dass wir die beiden gewinnen konnten. Äh, Till Kreuzer zu meiner Rechten und äh, Jan Neumann zu meiner Linken. Und äh, um an der Manier des Barcamps von gestern ein bisschen festzuhalten, habe ich gerade schon angekündigt, nicht weil ich zu faul war, äh, sondern weil ich das äh, für eine bessere Variante halte, als wenn ich mir was aus den Fingern sauge. Ähm, außer möchte ich überrascht werden, was du noch so alles gemacht hast. Ähm, würde ich euch bitten, euch kurz selbst vorzustellen fürs Publikum. Das ist alles öffentlich dokumentiert, ja, das ist Ausrede. Also ich bin Till Kreuzer, ich bin äh, Rechtsanwalt, Jurist, beschäftige mich seit ziemlich langer Zeit mit äh, Rechtsfragen um Open Bewegungen, angefangen mit Open Source, später kam Open Content, Open Access, jetzt ist halt OER und noch diverse andere Sachen, Open Data. Ähm, ich bin Gründer, Mitgründer von iRights Info und äh, eine, ein Partner von iRights Law. Das ist eine Anwaltskanzlei und wir beraten halt auf diesem Gebiet und beschäftigen uns intensiv und publizieren sehr viele Sachen zu diesen Fragen, was man da machen kann, welche Lizenzen. Ja, das können Sie auch alles online nachlesen und was wir publizieren, steht eben auch alles unter Open Content-Lizenzen. Insofern kann es freigeteilt und weitergegeben werden äh, bei Google. Tillkreuzer eingeben und dann OER oder sowas in der Art, ist ziemlich einfach zu finden. Traumhaft, vielen Dank. Jan. Ja, Jan Neumann. Ich beschäftige mich seit 2012 relativ intensiv mit OER. Ich arbeite fürs Hochschulbibliothekszentrum NRW. Wir sind also Metadatenspezialisten. Als solche waren wir auch sehr äh, interessiert an dem äh, Panel hier vor. Ähm, ich persönlich ähm, leite im Augenblick das OER World Map Projekt des HBZs, was wir später auch hier noch vorstellen werden. Und ähm, ich bin Mitglied des Fachausschusses Bildung der Deutschen UNESCO-Kommission, speziell mit dem Thema ähm, OER, beschäftigt dort auch. Ja, dann äh, nutze ich nochmal die Chance, mich kurz vorzustellen. Ich bin Christian Heise. Wie gesagt, äh, versuche heute den Host zu spielen in diesem Panel. Äh, ich bin Vorstandsvorsitzender der Open Knowledge Foundation und äh, wir setzen uns ja mit dem Thema, wie es in unserem Namen schon verankert ist, äh, Openness in so ziemlich vielen Bereichen auseinander, konzentrieren uns aber auf die, das Thema offenes Wissen und da ist natürlich. Open Educational Resources, ähm, äh, ein wesentlicher Bestandteil. Zusätzlich haben wir mit Wikimedia und Creative Commons mal das Bündnis Freie Bildung gegründet, wo wir eben auch versuchen, auf politischer Ebene ähm, äh, für das Thema äh, zu arbeiten. Da gibt es noch viele andere weitere Partner, äh, kann, man sich, kann man auch googeln. Wir ähm, haben auch äh, Positionspapiere verfasst. Aber ich würde gerne ähm, äh, die, die Chance nutzen, um gleich direkt einzusteigen. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Ablauf. Wir haben jetzt eine kurze kleine Vorstellungsrunde hinter uns gebracht. Wir werden versuchen, so 20 bis maximal 30 Minuten so ein bisschen meine Fragen abzuarbeiten, beziehungsweise Fragen, die in diesem offenen Gespräch, was wir hier führen wollen, vielleicht auch noch entstehen. Und äh, dann würde ich aber schon versuchen, die Chance zu nutzen oder Ihnen die Chance zu geben, selber Fragen zu stellen. Ähm, von daher äh, schreiben Sie oder hören Sie fleißig zu oder schreiben Sie mit und überlegen Sie sich Fragen. Ähm, äh, Sie kommen auf jeden Fall dran. Das verspreche ich meinen Studenten immer und das verspreche ich Ihnen auch. Ich werde mir jemanden rauspicken notfalls. Ähm, Abschließend kurz äh, vor Ende der Session wollen wir noch mal eine kurze Zusammenfassung machen, äh, vielleicht aus der Sicht der Panelisten und noch so ein kleines äh, Plädoyer vielleicht äh, ähm, abgeben zum Thema, welche Lizenz ist denn nun die richtige für Open Educational Resources? Ähm, äh, genau, das ist so ein bisschen der Plan. Dann würde ich gleich mal loslegen, äh, vielleicht an dich, Till, die Frage, als wenn ich nicht mich nicht mit Openness beschäftigen würde und nicht irgendwie mich zwangsläufig manchmal mit Recht auseinandersetzen müsste warum sind Lizenzen eigentlich grundsätzlich überhaupt erstmal wichtig, vor allem bei Bildungsmaterialien? Warum spielen Lizenzen eine Rolle? Warum kann ich nicht einfach das tun, was meine Lehrerfreunde häufig tun, hin und her kopieren, hin und her schnippeln und Lehrmaterialien rausmachen, machen, die im Optimalfall noch einlaminieren und an Schüler verteilen? Oder darf ich das sogar? Ja, der... Ist das an? Ja. Der Grund dafür ist einfach, dass ähm, solche Materialien in aller Regel urheberrechtlich geschützt sind und wenn man ähm, keine Lizenzen verwendet, ähm, dann bedeutet das erstmal, dass man mit diesen Sachen überhaupt nichts machen darf, außer vielleicht Privatkopien oder einzelne Sachen daraus zitieren. Äh, und OER geht natürlich viel weiter. Die Idee, die dahinter steht, ist ja gerade, liegt ja in erster Linie erstmal darin, dass man das Material frei mit anderen teilen kann und zwar nicht nur ähm, von Kollege zu Kollege händisch in Papierform, sondern eben idealerweise übers Internet. Und das lässt das Urheberrecht eben so nicht zu. Ähm, was bedeutet, wenn ich keine <laughs> freien Lizenzen, öffentlichen Lizenzen verwende wie Creative Commons und sagen wir mal, ich würde das einfach ins Netz stellen und gar nichts dazu sagen, was man damit machen darf, dann heißt das letztlich, auch nur, ähm, man hat einen Free Access, das heißt, ich muss nicht dafür bezahlen, dass ich mir diese Materialien angucken darf. Vielleicht darf ich sie mir auch runterladen und ausdrucken oder sowas, aber alles weitere, ähm, was man damit noch machen könnte, nämlich insbesondere das Weiterverteilen, das wäre dann eben nicht zulässig. Nun habe ich meine Freundin von mir gefragt, die Lehrerin ist und äh, nach meiner Schulzeit meine Lieblingslehrerin ist im Moment ähm, und die sagt, die berücksichtigt das gar nicht im Alltag, das spielt für die keine Rolle. Also die was ich gerade gesagt habe, die kopieren da rum. Warum wird das nicht geahndet? Oder was ist da die Herausforderung im Alltag, die Lehrer davon zu überzeugen, dass Lizenzen wichtig sind? Also ich würde ja sagen, wenn es wirklich so wäre, dass es absolut Usus ist und jeder damit einverstanden ist, dass frei kopiert wird und kein, kein Mensch sich wirklich darum kümmert. <laughs> Entschuldigung. Ähm dann wäre das ja auch prima. Ja, dann wäre das Urheberrecht quasi in dieser Peer Group völlig obsolet. Ja, jeder würde halt machen, was er will und, ähm, und alle wären damit zufrieden. Das ist aber ja nicht so. Ja, solange es eben um eigene Materialien geht, die man selbst gemacht hat. Und den Austausch in einer gewissen Peer Group mag das so sein, aber sobald es um kommerzielle Inhalte dann geht, die da Einfluss nehmen, die da reinkommen, die dann weiterverarbeitet werden, ähm, Verlagsprodukte, ähm, einzelne Texte, Grafiken, Fotos oder was weiß ich, und das Ganze steht dann im Internet, hat man halt A das Problem, dass es garantiert jemanden gibt, früher oder später, der was dagegen hat, weil er nämlich auf seinen Rechten besteht, und B, dass eben solche Nutzungshandlungen, wenn sie im Internet irgendwie auftauchen, auch wieder verfolgbar sind. Das war ja früher anders. Das ist genau der Unterschied zur sogenannten analogen Welt. Ähm, auch fr früher wurde das ja genauso gemacht. Äh, man hat eben auch Materialien erstellt und die mit anderen ausgetauscht und so weiter. Da war mit Sicherheit auch viel reinkopiert, was da eigentlich nicht rein hätte kopieren äh, werden dürfen. Aber es hat halt keiner gemerkt ähm, und es war halt quasi auch nicht verfolgbar, weil das eben nicht in der Öffentlichkeit stattfand. Aber das Internet ist eben ein öffentlicher Raum und Rechtsverletzungen im Internet zu verfolgen und zu erkennen und dann ähm, ähm, rauszufinden, wer dahinter steht, ist halt relativ einfach. Jan, mal zu dir, du hast ja im, im praktischen Alltag äh, auch gelegentlich mit Educational Resources und mit Open Educational Resources zu tun. Inwiefern betrifft dich das Thema Lizenzen da? Ja, ganz praktisch. Ich, ich blogge in letzter Zeit viel zu wenig, aber dort verwende ich auch offene Lizenzen. Wir haben den Atlas auch offen lizenziert. Es ist in der OER-Community natürlich selbstverständlich, dass man offene Lizenzen selber verwendet, wenn man publiziert. Wir beschäftigen uns aber auch natürlich unter anderen Aspekten mit, mit, mit offenen Lizenzen, zum Beispiel jetzt im Rahmen der, der OER World Map. Wir, wir sammeln dort entsprechend Angebote ein. Zu ähm, OER-Akteuren und Anbietern und ähm, Aktivitäten. Und ähm, da war das zum Beispiel sehr spannend zu sagen, okay, wen, was wollen wir denn überhaupt einsammeln? Das heißt also, was, was ist denn jetzt überhaupt OER? Und da spielen halt äh, in den OER-Definitionen auch ähm, die Lizenzen eine große Rolle. Das heißt also, die äh, gängigen Definitionen von ähm, der UNESCO und auch von der Hewlett Foundation, die ähm, stellen beide auch auf offene auf, auf Lizenzierung ab. Und, ähm, es stellt sich die Frage, okay, wenn wir jetzt wirklich OER einsammeln wollen... Äh was für Angebote können wir denn dann einsammeln im Prinzip? Ne? Und äh, da sind wir dann auch wieder dann mehr so auf einer, auf einer theoretischen Ebene ähm, mit dem Thema konfrontiert gewesen. Und ähm, da gibt es dann verschiedene Abgrenzungsfragen. Das heißt also, welche Lizenzen genau sind denn offen im Sinne dieser beiden Definitionen? Und ähm, macht das Sinn? Das heißt also, wir sind gestartet mit einem sehr engen Anspruch eigentlich und haben gesagt, okay, wir wollen unbedingt den Fokus auf, auf Offenheit legen und ähm, wollen das auch Betonen. Und haben dann aber irgendwie so zunehmend festgestellt, haben so, so richtig pragmatisch ist das nicht, weil wir sammeln ja jetzt nicht nur Lizenzangebote oder Materialangebote, sondern auch Projekte und die haben vielleicht gar nicht mehr so viel mit Lizenzen zu tun. Tritt dieses Lizenzthema ein bisschen in den Hintergrund und ähm, außerdem haben wir dann gedacht, okay, macht es Sinn, jetzt tatsächlich irgendwie ein offenes Angebot zu machen? Ähm, und also so in dieser theoretischen Fragestellung ähm, sind da auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Fragen offen für uns. Mal quasi mit Handzeichen in die Runde, wie viele Lehrer haben wir denn hier heute in der? Oh, immerhin. Oh, sogar verzögert, das heißt. <laughs> ähm, ist das bei Ihnen so? Vielleicht auch einfach mal mit, mit Handzeichen für Ja und eben nicht Handzeichen äh, dann eben nein, dass Sie quasi Lehrmaterialien oder Ihre Kollegen von Ihnen Wissen einfach so bunt mischen? Oder war das Quatsch, was ich gerade von meiner Lieblingslehrerin erzählt habe? Also das das war eine Oder-Frage mit Ja beantworten. Großartig, das ist mein Hobby. Also, wer nutzt von Ihnen quasi Lehrmaterialien im Alltag und macht sich eher weniger Gedanken um die Lizenzen? Die Urheberrechtslobby ist, glaube ich, nicht hier, oder? Das ist schon okay. Okay, großartig. Gut, dann war das eben kein Quatsch. Jetzt stelle ich mir die Frage: Till hat es ja auch schon so schön gesagt, dass das Urheberrecht da von Anfang an schon eine Herausforderung darstellt beim Teilen von Inhalten ähm, äh, oder offenes Teilen, vor allem auch über, über das Internet. Ähm, mal nochmal an dich, Till, die Frage, warum entwickelt man nicht einfach eine eigene deutsche OER-Lizenz, die all diese Probleme so adressiert, dass Lehrer unter den Bedingungen, unter denen sie heute arbeiten, einfach weiterarbeiten können, aber das rechtssicher? Dafür gibt es viele Gründe und der erste ist, so, weil es so eine Lizenz gar nicht gibt. Ja, also Und nicht geben kann. Ich bin ja sehr skeptisch, immer wenn es darum geht, zu sagen, wir versuchen, wir legen einen Standard fest und sagen dann, welche Lizenzen entsprechen diesem Standard. Also, was ist eigentlich OER? Wir ja, legen das fest durch eine Definition und sagen dann, diese oder jene Lizenz entspricht diesem und ist halt eine OER-Lizenz oder ist es keine. Ich bin eigentlich eher ein Freund von dem Ansatz zu sagen, ähm, jeder soll doch selbst entscheiden, was er da macht und was er machen will vor allem und ähm, welche Lizenz man auswählt. Das hängt eben davon ab, was man, was man vorhat und was man erreichen will mit seiner Lizenzierung. Und das kann ja extrem unterschiedlich sein. Es gibt halt Leute, die ähm, verwenden das böse Wort Non-Commercial-Lizenzen, oh mein Gott ja weil sie eben äh, denken okay äh, für den nicht kommerziellen Bereich äh, gebe ich meine Materialien frei da habe ich auch keine Probleme mit aber wenn dann doch mal ein Verlag kommt und äh, will mein Material abdrucken oder sowas dann möchte ich gerne nochmal gefragt werden ich habe da persönlich erstmal gar kein Problem mit und ich würde auch nicht sagen dass es dann kein OER mehr ist deshalb ja, insofern ähm, dass es gibt halt meines Erachtens diese eine Generallizenz für alle jedes Projekt, jede Idee, jeden Ansatz OER zu veröffentlichen nicht. Und das gibt es noch nicht mal bei Open Source Software, wo ja die Definitionen relativ präzise sind. Auch da ist die Bandbreite der Lizenzen, die es gibt und der Möglichkeiten, die man in Lizenzen abbilden kann, sehr groß. Ja, der zweite Punkt ist, ähm, wenn man neue Lizenzen erstellt, dann wirkt das dem ähm, unerwünschten Effekt der Proliferation von Lizenzen ähm, ähm, zugute. Das ist nicht gut. Das ist bei Open Source ein Riesenproblem, dass es hunderte verschiedene Lizenzen gibt und keiner weiß mehr so genau, was jetzt in jeder einzelnen Lizenz drin steht. Das macht das Ganze kompliziert. Das ist ein Grund gegen die Erstellung neuer Lizenzen, wenn die alten denn passen und ähm, genutzt werden können. Drittens ähm, wenn man neue Lizenzen ähm, erstellt, dann ist es meistens so, dass man Insellösungen schafft, die mit anderen dann wieder nicht kompatibel sind. Äh, Lizenzkompatibilität ist ähm, im rechtlichen Bereich ein Riesenthema, ein Riesenproblem. Äh, selbst Creative Commons intern leidet da schon erheblich drunter bei neuen. Ja, also Lizenzkompatibilität heißt, wenn ich, also Sinn und Zweck von OER, sagen wir mal, ist ja, dass man Material nachgenutzt werden kann, unter anderem nachgenutzt werden kann in anderen Materialien. Wenn ich Lizenzen habe, die unterschiedlich sind, stellt sich immer die Frage, kann ich das Material aus der Publikation A in die Publikation B einbringen, lizenzrechtlich. Natürlich kann ich das technisch machen und inhaltlich ohne weiteres, aber rechtlich ist es eben nicht unbedingt möglich, weil sich die Lizenzbestimmungen zum Teil ausschließen. Da sagt die eine Lizenz, wenn du das in einem anderen Kontext verwendest, dann musst du die Lizenz nehmen, die vorher auch schon dran hing. Ja, zum Beispiel eine Share-Like-Lizenz. Und die zweite Lizenz sagt, du musst aber diese Lizenz jetzt verwenden, dann kann man das nicht machen. Ja, und solche Dinge, das wird extrem kompliziert, ähm, gerade wenn es halt viele Inhalte sind, die in einem großen Kompendium ähm, zusammengefasst werden sollen und man hat viele verschiedene Lizenzen, dann entstehen also für den Juristen albtraumhafte Zustände. Ähm, und man versucht, das Ganze aufzulösen bei großen Open-Source-Projekten zum Beispiel, ist das unfassbar komplex ähm, und meistens ist das Ergebnis dann, ja, tut mir leid, das geht leider so nicht. Ja, also kannst du jetzt musst du diese Inhalte, die kannst du gar nicht verwenden, diese Inhalte oder du musst deine eigenen Inhalte anders lizenzieren und so weiter. Das also, ähm, je weniger Lizenzen man hat und damit meine ich nicht eine einzige, sondern halt eine kleine ähm, Auswahl, wie zum Beispiel halt die sechs CC-Lizenzen, desto besser. Ähm, Im Rechtsverkehr ist es einfacher zu handhaben und es ist auch übersichtlicher und die Leute wissen eben mit diesen CC-Lizenzen, die ja schon sehr eingeführt sind, auch was anzufangen. Dieses Piktogrammsystem, das sich das so durchgesetzt hat ähm, und das eben sehr viele Leute auch schon kennen und das sofort erkennen, wenn sie sehen, okay, da ist jetzt dieses CC-Symbol und das das Männchen und das das durchgestrichene Eurozeichen oder Dollarzeichen, dass die damit was anfangen können, das hat einen erheblichen... Positiven Wiedererf äh, Wiedererkennungseffekt bei den Nutzern, ähm, weil, wenn etwas, also wenn für eine Gruppe diese, diese ganzen Open Content Lizenzierungen noch immer sehr kompliziert sind, unerwünscht eigentlich kompliziert sind, dann sind es die Nachnutzer, die nämlich ganz häufig einfach nicht wissen, was sie damit anfangen sollen, und je mehr neue Lizenzen ich mache, und dann, die meistens auch höllisch kompliziert sind, ja, ich finde ja die CC-Lizenzen selbst auch schon viel zu kompliziert, aber ähm, wenn neue entstehen, die dann mit allen möglichen Elementen versehen werden, werden die meistens noch viel komplizierter. Kein Mensch kann die dann irgendwie verwenden, keiner versteht, was da drin steht und deshalb würde ich sagen, lieber die Finger davon. Okay, ja, nochmal zum Alltag auch da ansetzend, was könnten denn, du hast ja vielleicht auch schon mal von, von dem Gerücht gehört, dass es Menschen gibt, die eine eigene OER-Lizenz haben wollen. Die haben wir auch versucht, heute hierher zu bekommen, hat leider nicht so gut geklappt. Was sind denn aus deiner praktischen Erfahrung die Gründe, die dafür sprechen, abgesehen von der rechtlichen, von der rechtlichen Grausamkeit, hast du es, glaube ich, genannt, die ja vermutlich auch grausam teuer dann ist, zu klären. Was könnten Gründe dafür sein, eine eigene OER-Lizenz in Deutschland zu machen? Kannst du dich da reinversetzen? Ich habe das äh, nicht verfolgt. Ich habe da auch keine äh, dezidierten äh, Aussagen zu. Vielleicht weiß Tilda noch ein bisschen mehr zu. Ich weiß, dass wir selber im HBZ äh, 2004 eigene Lizenzen hergestellt haben. Ach, das heißt also. Frage ich, ja. äh, wir haben tatsächlich welche und ähm, die, die haben vielleicht auch teilweise Vorteile. Das heißt also, es gibt zum Beispiel differenziertere Möglichkeiten, dann die Rechte zu steuern. Im, Im Open Access Bereich zum Beispiel kann ich sagen, okay, ich möchte vielleicht äh, die Online Verwertung anders geregelt haben, als die Printverwertung äh, an meinem Werk. Ne? Ich kann sagen, ich möchte mir gerne äh, die Printrechte vielleicht äh, vorbehalten, dass ich dort weiterhin ähm, ja, kommerziellen Interessen nachgehen kann. Ähm, stelle das aber online halt frei zur Verfügung und äh, zur Nachnutzung. Nur Solche Dinge sind, glaube ich, bei, bei unserer bei der Dip-Lizenz äh, differenzierter geregelt. Äh, was jetzt so aktuell an äh, Bestrebungen irgendwie da noch sind, äh, ja, kann ich äh, nicht vertreten. Ähm, kann vielleicht Till gleich noch mal was zu sagen. Aber vorab noch mal äh, wollte ich mich noch anschließen zu dem, was Till sagt. Also ich habe vor einiger Zeit in, ich weiß gar nicht mehr genau, auf welcher Konferenz das war, war jemand von der Digital Library of America. Europäer Schwesterprojekt und ähm, die sprachen halt auch über Lizenzen und die sagten, sie hätten halt insgesamt 10.000 verschiedene Lizenzen äh, identifiziert, die sie zu verwalten hätten ähm, und natürlich nicht nur offene ne? und ähm, wir wiederum aus, aus WorldMap Sicht äh, stoßen halt auch manchmal auf Lizenzen, die nicht Creative Commons äh, lizenziert sind und dann hat man da irgendwie bisweilen dann auch noch auf Spanisch irgendwie äh, einen Text zu lesen und muss dann überlegen, was, was erlaubt das und was erlaubt das nicht, wie, wie habe ich die Offenheit zu, zu beurteilen jetzt dort. Und insofern also aus rein pragmatischen Gründen finde ich äh, auch, dass äh, ein international anerkannter Standard da sehr wünschenswert ist. Und gerade in Deutschland ist ja die Situation, dass, dass wir OER auch machen, um, um Rechtssicherheit für die Lehrer. Ähm, zu bringen und äh, gerade dieser Aspekt finde ich sollte dann auch tatsächlich irgendwie berücksichtigt werden. Okay, dann an dich nochmal weitergegeben. Warum eigene Lizenz? Wo kommt das her? Ich glaube, das kommt tatsächlich aus einer anderen Zeit. Ähm, diese DIP-Lizenzen von 2004 kommen eben auch aus einer anderen Zeit. Als die entstanden sind, da war Creative Commons noch kein Quasi-Standard. Ja, da ging das gerade erst los mit diesen Open Content Lizenzen und da stand die Wikipedia noch unter der GNU Federal, äh, wie heißt sie nochmal? GNU FDL? Documentation. Die Documentation License, die ähm, also äh, nicht ideal ist, sagen wir mal, für Dokumente dieser Art. Und ähm, ähm, da war einfach noch äh, ganz viel Bewegung da drin. Ja, mittlerweile hat sich das eben anders entwickelt. Es gibt diesen quasi Standard CC, der gut durchgesetzt ist. Und ähm, es macht einfach schlicht meines Erachtens keinen Sinn mehr, da noch was hinzuzufügen. Ähm, und, aber warum man das trotzdem immer mal wieder besprechen sollte, ist, dass gerade eben aus dem Verwaltungsbereich äh, immer wieder... Diese, diese Bedenken geäußert werden, das sind ja Lizenzen, die kommen aus einem anderen Rechtsraum, die werden hier nicht hundertprozentig rechtssicher eingesetzt werden können. Da gibt es Klauseln darin, die sind nach deutschem Recht wahrscheinlich unwirksam, damit können wir nicht arbeiten. Vor diesem Hintergrund ist ja zum Beispiel... Die EUPL, ja, das ist das europäische Pendant zur General Public License entstanden. Auch wieder aus einem Verwaltungskontext, dass die gesagt haben: Eine amerikanische Open Source Lizenz können wir nicht verwenden, dürfen wir nicht, aus welchen Gründen auch immer, ist zu unsicher. Deshalb brauchen wir eine nach europäischem Recht, die halt möglichst in allen europäischen Rechtsordnungen auch funktioniert. Ähm, und der Effekt ist deutlich zu sehen, wenn man mal versucht herauszufinden: Es gibt so Statistiken darüber, welche. Ähm, Open-source-Lizenzen, ähm, in welchem Maß äh, eingesetzt werden, also prozentual, was ist die häufigste äh, Lizenz, das geht halt auf 20, 30 Plätze, zum Beispiel bei Black Duck gibt es so eine Statistik, äh, da taucht die noch nicht mal auf. Ja, und die letzte Lizenz, die da auftaucht, die hat irgendwie einen Prozentsanteil von 0,5 Prozent oder sowas. Mit anderen Worten, ist irrelevant. Ja, den Aufwand hätte man sich im Zweifel sparen können. Ich habe mitgezählt, wir haben jetzt siebenmal das Wort Creative Commons Lizenz verwendet. Ich will mal an, das, an die Runde fragen: Wer von Ihnen kennt die Creative Commons Lizenz nicht? Oh, super. Dann können wir uns die Erklärungsrunde sparen. Nichtsdestotrotz an dich dann auch mal die Frage gestellt, weil du ja praktisch wie gesagt viel damit zu tun hast: Was kannst du denn raten, wo sich an welcher Stelle sich Lehrer oder Anbieter von educational resources oder dann eben auch hoffentlich äh, zukünftig open educational resources über lizenzen informieren können welche sie wie wann nutzen sollten könnten ich meine es gibt natürlich creative commons die die webseite selber die äh, erklären recht ordentlich, was sie äh, dort machen. Ne? Es gibt weitere Quellen. Äh, IRI's Info sicherlich äh, sehr guter Ansprechpartner äh, für Informationen. Til Kreuzer hat äh, mit der UNESCO und dem HBZ zusammen auch einen entsprechenden Leitfaden äh, zu Open Education äh, Content Lizenzen veröffentlicht. Auch das sehr lesenswert. Da gibt es also viele Informationen. Ne? Eben die Frage ist, ähm, wie gehe ich vor? Was äh, höre ich jetzt raus irgendwie? Was was für eine Lizenz soll ich verwenden? Das ist ja auch, glaube ich, so ein Titel des Talks hier. Ne? Und da tja, kann ich, ich habe da eine relativ pragmatische und ähm, undogmatische Einstellung zu. Ich, ich würde raten, immer nach Möglichkeit so offen wie möglich zu lizenzieren. Das heißt also... Ähm, es gibt CC-By-Lizenzen und äh, die äh, ermöglichen die größte Öff Offenheit, die äh, von den CC-Lizenzen möglich ist. Und ähm, man sollte sich das gut überlegen, äh, warum man äh, ja, da Restriktionen irgendwie anwenden sollte. Man hat, das ist ein bisschen auch eine Gefühlsache, glaube ich. Das heißt also, ähm, ich weiß also selber, ich bin auch noch nicht so lange intensiv mit dem Thema beschäftigt, dass meine Bereitschaft quasi offenere Lizenzen gestiegen ist im, im Laufe der Zeit. Und ich würde im Normalfall dazu raten, dass man entsprechende CC BY oder CC BY SA Lizenz verwendet und ähm, wenn man dann tatsächlich ähm, eine ähm, andere Lizenz haben möchte, das heißt also wenn man sagt, okay, ich habe vielleicht irgendwie noch ähm, Verwertungsinteressen, die ich selber ähm, äh, ja, nutzen möchte in Zukunft, ähm, dann muss man das halt im Detail prüfen, in, inwieweit das tatsächlich dann notwendig und sinnvoll ist ne? und ähm, was du jetzt da gerade eben angesprochen hast, was ähm, du, du hast Lehrer genannt, ne? Das heißt also. Lehrer und Anbieter. Lehrer und Anbieter. Ähm, ich, ich finde das Thema sehr interessant, insbesondere vor dem Hintergrund, äh, nochmal mehr so in den Hochschulbereich reinzugehen, weil nach meiner Wahrnehmung ist es so, dass äh, gerade im Schulbereich eigentlich eine sehr große Bereitschaft ist, auch von den Lehrern sehr offene Lizenzen zu verwenden. Das heißt also, wir haben im OER-Atlas die deutschen OER-Angebote mal ähm, äh, unter dem Aspekt der Lizenzen äh, Bewertet und ausgewertet, haben festgestellt, dass ähm, insgesamt 70 Prozent ähm, cc by sa ausschließlich cc by SA oder offener verwenden. Das heißt also, es ist ein ganz überragendes äh, Ergebnis, glaube ich. Ähm, ich. Ich bin mir auch sicher, dass das international wahrscheinlich äh, ein sehr, sehr äh, starkes und offenes Ergebnis ist. Viele andere werden da, ähm, glaube ich, nicht so offen sein. Wo, wo das Ganze für mich kritischer zu sein scheint, ist im Hochschulbereich. Das heißt also, ich glaube, im Hochschulbereich bestehen da viel eher Bedenken, ähm, dass man die Sachen frei oder ähm, ja, auch für nicht auch für kommerzielle Öffn Nutzung öffnet und ähm, das finde ich also im Prinzip da noch interessanter dort mal nachzufragen was denn da die Interessen sind äh, warum die Hochschulen entsprechend ähm, ja, zurückhaltend sind ähm, offene Lizenzen zu nehmen auch die etablierten Anbieter äh, in in USA und Amerika verwenden häufig noch NC Lizenzen und ähm, ich habe da auch jetzt keine abschließende Antwort drauf, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es halt in der, in der Hochschule deutlich differenzierter und wirtschaftlicher ist äh, zu sehen. Und die, die haben ja auch teilweise Patente, die sie leisten. Das heißt, die müssen tatsächlich ständig einen Spagat leisten zwischen, ich muss mein, mein, mein geistiges Eigentum schützen ne, und ich muss halt auf der anderen Seite auch Teile weitergeben. Ne. Also dort scheint mir das sehr viel relevanter noch zu sein als im Schulbereich. War das ein Versprecher oder lässt du die CC0-Lizenz? Grundsätzlich außen vor bei. Nee, habe ich äh, nicht grundsätzlich äh, außen okay. vor. Also äh, spielt die CC0-Lizenz, kannst du dazu nochmal was sagen, wie da die Verbreitung ist? Also als wirklich offenste der. Ja, C ja ist auch, äh, gibt es gibt auch Angebote, aber nicht viele. Also, ähm wo habt ihr denn festgestellt, gibt es den stärksten Anstieg? Vor, über die, habt ihr, also, oder habt ihr eine Erhebung gemacht, wo ihr wahrnehmen könnt, äh, welcher der Lizenzen sich am am stärksten über den Zeitraum entwickelt hat? Nee, wir haben ja jetzt erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht. Ja. Das heißt, wir haben jetzt gerade die Baseline definiert. Ja. Wenn wir nächstes Jahr äh, das gleiche nochmal machen sollten, dann können wir dir sagen, wo Bewegung ist. Okay, nochmal eine Frage ins, ins Publikum. Wer kann mit dem Kürzel NC nichts anfangen? Immerhin zwei. Ich glaube, diesen zwei Menschen sollten wir jetzt unbedingt weiterhelfen. Sag mal was zu äh, NC und SA und was da alles so dran hängt. Hat für einen vielleicht in aller Kürze, das sind halt die Lizenzmodule. Ähm, jedes dieser Kürzel bedeutet, dass die Lizenz etwas restriktiver und enger wird, könnte man so sagen. Ja, NC heißt Non-Commercial, das heißt in kommerziellen Kontexten. Darf man äh, ähm, derartig lizenziertes Material nur verwenden, wenn man dafür eine extra Erlaubnis hat? Die Lizenz deckt das halt nicht ab. Ähm, ND heißt No Derivatives, das heißt, man darf das Material nicht verändern ähm, und nicht unter Umständen in neuen Kontexten einsetzen, also in anderen Kontexten einsetzen. Und SA ist Share-Like. Das heißt im Prinzip, ähm, wenn ich etwas unter einer bestimmten Lizenz veröffentlicht habe und jemand verändert das oder baut es irgendwo anders ein, dann muss er halt dieselbe Lizenz verwenden, die ich verwendet habe oder eine kompatible Lizenz. Ähm, letzteres können Sie gleich wieder vergessen, weil es gibt im Prinzip keine kompatiblen Lizenzen. Ähm, insofern... Sagen wir mal, ähm, sind, sind diese Lizenzmodule, haben folgendes Problem. Ähm, es ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, dass es die gibt, meine ich. Es ist auch nichts dagegen zu sagen, ähm, dass man die einsetzt, wenn man einen guten Grund dafür hat. Ähm, was problematisch ist, ist halt, dass keines dieser Module so eindeutig formuliert ist, äh, dass jeder weiß, was damit gemeint ist. Und was bedeutet, dass man am Randbereich ähm, ähm, der Optionen, die man sich vorstellen kann, der Interpretation einer... Non-commercial-Klausel zum Beispiel immer Kollateralschäden erzeugt, weil es Leute geben wird, die nicht wissen, was das bedeutet, denen das zu unsicher ist und die dann eben sagen, nee, dann, dann lasse ich da lieber die Finger davon. Großartiges Beispiel war so ein Rechtsstreit in Deutschland. Gegen, Deu gegen Deutschlandfunk, die ein Bild auf ihrer Webseite verwendet haben. Wir alle wissen, dass es öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist, in deren Statuten steht, ähm, keine kommerziellen Handlungen sind erlaubt, äh, sie werden mit Gebühren ähm, bezahlt, etc. pp. Und das Landgericht Köln hat sich zu der Aussage ähm, ähm, hinreißen lassen: alles, was nicht privat ist, ist commercial. Das ist natürlich Quatsch. Ja, und das äh, in der nächsten Instanz wurde das Urteil auch wieder aufgehoben. Aber daran sieht man ja, wenn schon Richter, die sich ja nun mit solchen Fragen auch häufig beschäftigen, ähm, sich darüber offensichtlich so unsicher sind. Ähm, wie soll es dann dem Lehrer, der Lehrerin oder dem Hochschullehrer äh, gehen, der dann sich die Frage stellen muss, wenn ich mein Material, wenn ich dieses Material in einem, sagen wir mal gebührenpflichtigen Online-Kurs verwenden will, ist das jetzt commercial oder ist das nicht commercial? Das bei heißt nur, ähm, das ist halt bei allen Lizenzen ähm, eine Lizenzpflicht. Ähm, das bedeutet, ich muss den Autor nennen bei jeder Nutzung. Ja, das Attribution heißt das. Es gab auch mal am Anfang eine Lizenz, das ist ganz interessant, ähm, ähm, CC10 die ähm, Ist noch nicht so weit äh, verbreitet gewesen. Ich glaube, selbst ich habe erst bei 2.0 davon mitbekommen, dass die überhaupt gibt. Aber in der 1.0er Version gab es noch eine, eine Lizenz, die noch nicht mal bei hatte. Also ohne Attribution, was dann im Effekt schon so raus, äh, also so einen Effekt hat wie CC 0 Also ich muss eigentlich überhaupt keine Pflichten befolgen. Ähm, und dann hat man das evaluiert und hat sich, hat sich aber herausgestellt, dass gerade dieses Attribution-Modul halt für fast für ganz, ganz viele Leute wichtig ist. Ähm, weil sie halt gerne ähm, sich bekannt machen wollen auch mit diesen publikationen und wenn der name geändert werden kann also wenn ich das meinen eigenen namen drüber schreiben kann dann ähm, ähm, ist das nicht mehr interessant und deshalb wurde dieses modul eben auch fast nie verwendet super wir nähern uns immer mehr der doch sehr offen gestellten frage welche lizenz ähm, ist die richtige für oer Bevor ich jetzt noch mal oder mich freuen würde, auch das Publikum noch mal zu fragen, wenn wir schon zwei Experten hier sitzen haben, wie man mit dem Thema umgeht und bevor wir auch dazu kommen, vielleicht eine kleine Zusammenfassung am Ende zu machen und ein kleines Plädoyer bzw. vielleicht so die Frage zu beantworten, wir haben natürlich noch 20 Minuten, würde ich gerne von Dieter noch mal wissen. Warum ist äh, das amerikanische Fair-Use-System, und ich würde dich trotzdem kurz bitten, das nochmal vorzustellen, warum wäre das nicht die Lösung? Also, warum könnte man in Deutschland von politischer Ebene das Urheberrecht nicht so novellieren, äh, dass es vielleicht äh, das gar nicht mehr benötigt, diese ganze Lizenzdebatte? Das sind ja mehrere Fragen. Also, die erste Frage ist: Würde ein Fair-Use-System die Notwendigkeit für offene Lizenzen entfallen lassen? Das ist eine Frage. Und die zweite Frage ist, könnten die, könnte der deutsche Gesetzgeber sagen, so, wir machen jetzt hier mal Fair Use? Ähm, zweite Frage vielleicht vorweg, äh, nein könnten Sie nicht, äh, weil das einfach europäisch und international geregelt ist. International sehe ich da weniger das Problem, aber europäisch hat man halt Richtlinien, die sagen, ähm, man darf diese oder jene... Schrankenbestimmungen, also so äh, Ausnahmen vom Urheberrecht vorsehen, Fair, Fair Use gehört schlichtweg nicht dazu. Das heißt, es ist ein europäisches Thema. Wenn man das realisieren wollte, dann müsste das halt in Brüssel geschehen. Und die zweite Frage: Würde Fair Use ähm, tatsächlich offene äh, Lizenzen ersetzen oder deren Gebrauch obsolet machen? Das hängt sehr davon ab, wie, man das, wie, man das, wie das dann in der Rechtspraxis gelebt werden würde. Fair Use ist ein US-amerikanisches Rechtsprinzip, das besagt, eine Handlung, die fair ist, ist keine Urheberrechtsverletzung. So einfach. Ja? Natürlich ist es dann nicht so einfach, wie das jetzt erstmal klingt, weil sich ja die Frage stellt, was ist fair? Und da gibt es halt so einen relativ komplexen... Test mit vier Stufen, den die Gerichte dann anwenden. Das ist also eine ganz offene gesetzliche Regelung, die dann von den Gerichten umgesetzt wird durch Rechtsprechung. Das ist nun mal in den USA so, weil die ein ganz anderes Rechtssystem haben als wir. Das ist halt dieses Case-Law-System, wo halt quasi die Rechtsfortbildung vollständig von den Gerichten... Ähm, durchgeführt wird, während das in Europa eher halt ähm, die Gesetzgeber selbst machen. So. Also dieses offene Fair-Use-Prinzip sagt eben, wenn ich nach vier Stufen zu dem Ergebnis komme, das schadet dem Rechteinhaber nicht, das ist irgendwie, ähm, ähm, ist eine förderwürdige Nutzungshandlung sozusagen zu guten Zwecken und so weiter, solche Kriterien werden angewendet, dann darf man das. <laughs> Das ist, wenn man das sehr, sehr weitgehend verstehen würde, das hängt dann eben wieder von der Rechtsprechung ab, ja, dann könnte man wahrscheinlich irgendwann dazu kommen, dass das ähm, zu einem Grundsatz kommt, der sagt, Nutzungshandlungen zum Zwecke von jedenfalls nicht kommerzieller Bildung im öffentlichen äh, Bildungsapparat, ähm, sei es an Universitäten oder öffentlichen Schulen, ist generell Fair Use, dann braucht man keine Lizenzen mehr. Ja, dann stellt sich aber natürlich schon die erste Frage, was, ist, was gehört denn zu diesem System, zu diesem Apparat dazu? Was ist mit beruflicher Bildung und solchen Dingen? Ähm, wo ist da die Grenze und so weiter? Insofern haben die Lizenzen immerhin noch den Vorteil, dass sie im Zweifel noch weiter gehen werden als Fair Use. Äh, jedenfalls, wenn man sagt... Es ist halt so eine CC-BY-Lizenz, die halt quasi nur sagt, muss musst den Autoren nennen, ansonsten kannst du damit machen, was du willst. Dann geht das im Zweifel sehr viel weiter als Fair Use, weil ja zum Beispiel auch der gesamte kommerzielle Bereich abgedeckt würde und Fair Use würde das nicht tun. Okay, also Lizenzen stechen Fair Use und die ganze Fair Use-Sache ist nicht so einfach, zumindest nicht in Europa und auch nicht in Deutschland. Ähm, nichtsdestotrotz hast du ja schon, bist du auch auf die politische Ebene eingegangen, auch weil ich dich gefragt habe, Jan, was würdest du dir von politischer Ebene in Bezug auf die OER-Rechtsfragen denn wünschen? Gerade in Bezug auf die, ich nenne es mal jetzt, Alltagsprobleme, äh, die du vielleicht auch mit dem Thema hast? Ich weiß nicht, also äh, das ist eine, eine, eine echt komplexe äh, Fragestellung. Ne? Kommt Till von hat mir. Ja. seine äh, Dissertation, glaube ich, darüber geschrieben, wie man äh, das, das Urheberrecht äh, neu gestalten sollte. Ähm, erstmal eine wichtige Aussage war ja im Prinzip oder eine wichtige Erkenntnis, ähm, dass man für OER halt äh, kein neues, äh, erstmal keine Änderung des Urheberrechts braucht. Äh, das heißt also, wir, wir haben... Ähm, wenn man tatsächlich erstmal jetzt urheberrechtliche Änderungen irgendwie anstreben wollte, um OER zu machen, dann würde sich wahrscheinlich die gesamte OER-Bewegung um Jahre verschieben. Das heißt also insofern ist es ja schon mal sehr gut, dass wir mit den Creative Commons-Lizenzen dieses Instrument haben, um halt direkt quasi aktiv zu werden. Nichtsdestotrotz sind die Creative Commons Lizenzen halt immer noch sehr sehr komplex und äh, umständlich. Also insofern äh, einfach ist es jetzt nicht unbedingt, äh, das im Detail nachzuvollziehen. Und es kommen auch immer noch äh, offene Fragen. Ich meine, wenn man natürlich äh, solche eine ne allgemeine Wissenschaftsschranke hätte ne, und entsprechend ähm, dann äh, ähnlich im, im, des Fair Uses vorgehen könnte und auf die äh, Lizenzen eventuell verzichten könnte, äh, finde ich das grundsätzlich im, im Sinne des Nutzers auf jeden Fall wünschenswert. Ne? Also nach wie vor auch Creative Commons, so gut es ist und so tolle Arbeit dort geleistet worden ist, ist es ist immer noch, ja, es bedeutet auf jeden Fall einen gewissen Aufwand, sich damit zu beschäftigen. Okay, ich habe aufgehört zu zählen bei 100 Mal bei dem Wort Lizenzen. Ich finde, ich habe euch gut dazu gebracht, zumindest auf das Wort Lizenzen einzugehen. Ich würde jetzt tatsächlich ans Publikum geben und hier rumrennen oder macht ihr das? Ich kann auch, ich laufe gerne mal ein bisschen, aber ähm, und äh, Sie, euch bitten, Fragen zu dem Thema zu stellen und wir haben auch schon gleich zwei und wir fangen mit oh, ihm an. Entschuldigung. Ja, Dankeschön. Ähm, ich bin aus dem Bereich der Hochschule äh, und bin relativ neu in dem Thema. Mich würde aber ganz pragmatisch interessieren, also die CC-License kennt jetzt jeder. Wir haben diese Komponenten ND, NC und SA und ähm, wir haben die OER-Community. Jetzt ist eben die Frage, okay, wenn ich mein, mein Material als OER verkaufen, also im Sinne von äh, erklären möchte, äh, was darf ich machen und was darf ich nicht machen, äh, ganz pragmatisch oder was sind die Pro und Kontras äh, von diesen konkreten Komponenten. So atmosphärisch gefühlt ist so, dass äh, CC BY ist okay. CC by SA ist auch noch okay. Äh, und NC ist irgendwie ein bisschen fischig. Ähm, wobei ich das Gefühl habe, dass SA teilweise noch komplizierter ist, ähm, wegen dieser Viralität und der Inkompatibilität als NC. wen ähm. ja, war die Frage an Till? Oder an Jan? du auch Wie gesagt, es gibt da keine allgemeine Aussage dazu. Ich würde sagen, das hängt davon ab, was Sie damit erreichen wollen. Wenn Sie jetzt sagen, ich möchte möglichst große Offenheit erreichen. Dann ähm, sollten Sie eine CC BY Lizenz nehmen, weil sich dann ein ganz viele Fragen gar nicht erst stellen, nämlich die Frage, was ist eigentlich NC oder was ist SA oder irgend sowas. Wenn Sie sagen, ich möchte aber so einen gewissen Backchannel haben und ich möchte, dass die Leute auch ähm, sozusagen an mein System gebunden sind, dann ist SA eine sinnvolle Variante. Und zu dieser Komplexitätsfrage ist also das ist nicht die, der einzige Punkt. Ähm, das Einzige, was ich im OER-Bereich eigentlich vollkommen sinnfrei finde, ist ND, ehrlich gesagt, No Derivative, weil OER zeichnet sich meines Erachtens, oder sagen wir mal, das Potenzial von OER liegt vor allem darin, dass dieses Material nicht nur frei eins zu eins weitergegeben werden kann, sondern dass es weiterentwickelt werden kann, verbessert werden kann, übersetzt werden kann, in anderen Materialien Einzug halten kann, damit man das mixt und dadurch eben neues Material erstellt und so weiter. Und wenn man eine ND-Lizenz verwendet, dann funktioniert das alles nicht mehr. Und dann ist nämlich genau dieser Effekt Flöten, äh, den man erreichen will, dass jedes Mal, angenommen, das würde jetzt wirklich ein richtig populäres Supermaterial sein und ganz viele Leute haben Interesse daran, das zu nutzen, was, Klammer auf, ähm, e extrem selten äh, der Fall ist im Übrigen. Ähm, aber wenn das so wäre, dann würde ja ND bedeuten, dass ich jeden Tag 15 E-Mails kriege, wo ich dann sagen muss: Ja, für dieses Projekt darfst du es verwenden, für jenes Projekt aber bitte nicht. Nein, chinesisch möchte ich das nicht übersetzt haben, weil ich das selbst nicht überprüfen kann. Aber Englisch ist okay und so weiter und so weiter. Das heißt, ich muss in jedem Fall eine Einzelfallentscheidung treffen, ob ich das will oder ob ich das nicht will und was ich dafür Konditionen aufrufe und so weiter. Ich will das nicht, also nicht für mein Material jedenfalls. Ähm, für OER macht es meines Erachtens keinen Sinn. NC ist eine andere Frage, ist ein anderer Punkt. Jetzt äh, nochmal, wenn man die OER äh, sich die OER-Definitionen anschaut, würde ich sagen, dass ND tatsächlich auch nicht mehr von den OER-Definitionen ähm, gedeckt ist. Das heißt also, dass äh, nach den beiden genannten Definitionen ND lizenziertes Material tatsächlich kein OER mehr ist, weil gerade eben diese Möglichkeit zur äh, Weiterbearbeitung und Weiterreichen halt äh, wesensprägend ist, ähm, um, um vielleicht doch noch mal ein bisschen dogmatisch zu werden. Ja, und dann bei dogmatisch. Das muss ich sofort mit ein. Die Open Knowledge Foundation findet natürlich NC auch nicht gut, weil das nicht mit der Open Definition vereinbar ist. Ähm, aber darüber lässt sich ja betrefflich streiten. Ich will nicht zu viel Teilnehmer-Moderator sein. Ich wäre gern Gast gewesen. Aber ähm, gehen wir weiter an die nächste Frage. Ja, hallo, Thomas, mein Name. Ähm ich habe äh, zwei Sachen. Das erste ist, ich finde ND ist tatsächlich in nur in ganz geringen Teil äh, auch sinnvoll. Wenn ich zum Beispiel einen Text über den Nationalsozialismus habe, dann möchte ich vielleicht ungern, dass ihn jemand verändert und den Sinn vielleicht entstellt. Das könnte eventuell ein Einsatzzweck sein, der mir einfällt. Aber jetzt zu meiner Frage. Ähm, ich möchte nochmal über die NC-Lizenz sprechen, weil mir die immer sehr viel Probleme bereitet. Im äh, Education-Bereich gibt es zum Beispiel Privatschulen, es gibt äh, öffentliche Schulen und ähm, wie ist jetzt sozusagen dort diese Verteilung, wenn man jetzt sagt, dürfen die einen NC nutzen und dürfen die anderen das nicht? Äh, was ist da für eine Position vorzuziehen? Also, ein Beispiel auch eine Plattform, die jetzt zum Beispiel Material anbietet, die hat äh, ein freemium modell und ein Premium-Modell. Also eins ist kostenlos und andere bezahlen die Nutzer Geld. Kann ich jetzt zum Beispiel so was machen, dass ich sage, ich biete NC in dem kostenlosen Bereich an, wo die Nutzer kein, äh, kein Geld bezahlen und in dem kostenpflichtigen Bereich biete ich das nicht an, weil ich da ja Geld von den Nutzern verlange. Ähm, das sind so Sachen, die sind von der Lizenz, im Lizenztext ist es, überhaupt nicht möglich, das rauszufinden, wo da das ist halt so eine schwierige Grenze und da wollte ich die äh, Fachmänner mal fragen, was äh, da am besten wie da am besten vorzugehen ist in diesen beiden Fällen. Jetzt kriegst du auch die Anwalt eines Juristen und ich glaube, ich weiß, wie es losgeht. Aber ich lasse mich gerne überraschen, Till. Nee, geht's nicht. Nein, ich. Ich empfehle Folgendes. Ich habe ja diesen Leitfaden geschrieben für die Wikimedia Foundation oder gemeinsam mit Wikimedia, mit dem HBZ und der UNESCO-Kommission. Und ich habe mich als Jurist dazu hinreißen lassen, tatsächlich so eine Tabelle zu machen und zu sagen, ist erlaubt, ist nicht erlaubt. Ja, das machen Juristen sonst nie, schon gar nicht in solchen Konstellationen, weil das natürlich gefährlich ist. Ein Jurist sagt immer, kommt drauf an und wenn, muss ich mir den Fall im Einzelnen angucken und dann kann ich Ihnen dazu vielleicht eine Aussage geben. In diesem Fall würde ich sagen, laden sich diesen Leitfaden einfach runter und gucken da rein. Und da habe ich nicht nur diese Antworten gegeben, das wird jetzt nicht unbedingt auf diesen Kirchenfall im Einzelnen zutreffen, man kann ja nicht jeden denkbaren Fall da aufnehmen, aber da drin sind zum Beispiel solche Sachen, was ist mit kostenpflichtiger Lehre oder sowas, auch im öffentlichen Bereich und solchen Dingen. Und es gibt eben, das ist wichtig, wenn man die durchgeht, es gibt so fünf, sechs Kriterien, die man da anwenden kann und wenn man sich da mal durchhangelt kommt man wahrscheinlich am ende immer zu einer sinnvollen antwort. dazu muss man natürlich sagen das ist alles eine frage der sichtweise. Ja, fragen sie fünf juristen werden sie drei antworten kriegen oder vier vielleicht sogar sechs. Ja, wer weiß? aber das ist meine meinung und ich habe mich damit halt viel auseinandergesetzt. und das, also so ganz generell zum beispiel ist es so erstens die Lizenzen sehen vor, dass es das nicht nutzerbezogen ist, sondern nutzungsbezogen diese Frage beantwortet werden muss. Das heißt, auch ein nicht kommerzieller Nutzer, also ein, zum Beispiel im öffentlichen Bereich ähm, oder ein ähm, gemeinnütziger Verein oder so, kann auch einzelne Nutzungshandlungen vornehmen, die äh, kommerzieller Natur sind. Ähm, zum Beispiel, wenn er Postkarten bedruckt und die verkauft bei der Ausstellung oder sowas. Ja? Das heißt, das ist nur ein Indiz. Die Form und Art des Nutzers ist ein Indiz, aber nur eins von mehreren. Und es gibt eben auch noch andere, zum Beispiel diese Frage, verlangt man dafür Geld oder nicht, ist nur ein Indiz. Der Umstand, dass man kein Geld verlangt, sagt noch nicht, dass es zwingend nicht kommerziell ist. Deshalb würde ich bei diesem Plattformmodell, Freemium versus Premium, würde ich sagen, das ist alles insgesamt garantiert ähm, commercial, zusammengenommen. Ja, weil das nämlich... Da auch das Freemium-Modell, also herkömmlicherweise jedenfalls, dient ja dazu, das premium modell zu fördern und die Leute dann früher oder später dazu zu bringen, eben zu bezahlen. Und da dieser kommerzielle Zweck, der da definiert ist, relativ weitgehend verstanden werden muss, mit Sicherheit, sind solche Sachen, fallen alle in den kommerziellen Bereich. Das war doch mal eine klare Aussage, oder? Ich bin total begeistert. Bevor ich an Jan weitergebe, wir haben jetzt quasi noch fünf Minuten und ich möchte Ihnen und euch die Wahl überlassen: äh, Wollen wir weiter offen diskutieren oder wollt ihr nochmal mich dazu auffordern, die beiden äh, Panelisten zu fragen, welche Lizenz denn Ihrer Meinung nach nun wirklich die richtige für OER ist? War wieder eine Oder-Frage, deswegen stelle ich die Frage nochmal explizit. Weiter diskutieren in der offenen Runde, dann Arm heben, jetzt. Oh. Das ist aber jetzt, da bin ich jetzt tatsächlich überrascht. Entschuldigung Sebastian, tut mir leid. Die es, gibt die Themen, die Themen, genau, es gibt die Thementische, äh, darauf hinweisen die, die Kollegen, die hier sitzen äh, und andere werden äh, auf jeden Fall vorne noch weiter stehen. Dann lasst uns die Runde abschließen mit äh, tatsächlich der Frage, äh, vielleicht möchte ich auch noch mal da ansetzen, dann stelle ich jetzt nämlich einmal die Fragen. Ähm, äh, ihr werdet ja auch Material über den Nationalsozialismus haben. So, bei euch in der Datenbank irgendwo oder so oder damit schon mal zu tun gehabt haben. Ist da ND ein Problem oder wird das wird das nachgefragt? Und zweite Frage anknüpfend daran, welche Lizenz ja. lieber Jan ist denn deiner Meinung nach die richtige für OER? Mit einer expliziten Antwort, bitte. Ja, also äh, ich habe, äh, ich finde es durchaus schlüssig, äh, dass man sagt, wenn ich irgendwie entsprechende äh, Papiere äh, über den Nationalsozialismus schreibe, dass ich äh, sage, das ist mir zu sensibel. Ich möchte gerne, dass das im Kontext bleibt, was ich geschrieben habe. Ich möchte nicht, dass Teile davon rausgenommen werden. Ich finde das vollkommen legitim, in so einem Fall zu sagen, ich setze das unter eine ND-Lizenz. Und äh, ich meine, wir haben ja die, die Frage jetzt gerade eben ausgiebig diskutiert, ist ein gutes Beispiel dafür, dass es einfach keine klare Antwort. Gibt und dass man da äh, immer eine gewisse äh, Sensibilität haben muss für den, für den Kontext und genau gucken muss, was man tun möchte. Ähm, ich persönlich äh, würde, wie gesagt, immer dafür argumentieren, Open by Default so, so offen wie möglich einsteigen äh, und dann tatsächlich gucken, gibt es äh, Gründe, äh, aus denen man äh, zu einer weniger offenen Lizenz äh, gehen sollte. Ich kann da auch noch mal eine äh, ne kurze Anekdote beitragen. Von, ja, ja. 2012 Andy Lord sagte, die Open University überlegt, ihre Inhalte offen zu äh, publizieren, aber wenn nur unter NC, weil sonst hätten sie die Sorge, dass einfach eine andere Universität kommt, die ganzen äh, Inhalte abnimmt, äh, greift und ein Alternativangebot aufbaut, was äh, was billiger ist. Und ähm, ich denke, das zeigt einfach, wie komplex diese ganzen Fragenstellungen sind und dass da Vereinheitlichungen nicht möglich sind. Und ähm, was ich vor allen Dingen auch möchte, ist, dass man dieses ganze Thema vielleicht ein bisschen weniger dogmatisch diskutiert und vielleicht ein bisschen diesen kompletten Fokus auf die Lizenzen ein bisschen lockert und sieht, dass es auch viele andere Aspekte gibt, die noch in das Thema OER hereinspielen. So, jetzt haben wir noch eine Minute und du kannst darauf hinweisen, welche die wirklich offenen und richtigen Lizenzen sind, aber du kannst auch was ganz anderes sagen zu der Frage, welche ist die richtige Lizenz? Das habe ich ja schon gesagt, es gibt nicht die richtige Lizenz, also insofern erübrigt sich die Antwort darauf. Aber vielleicht noch ein Wort zu diesen... Ähm, zu dieser Nazi-Geschichte da, das ist sind die ersten, Be ich mache ja so Beratung, ja, wo dann Institutionen wollen eine Publikationsstrategie open haben und ich berate die dann. Und die ersten Sachen sind, äh, die ersten beiden, beiden Gegenargumente, die da kommen, sind ist die Nazi- und die Pornofalle. falle ja, Die kommen immer. Ja, erstens kommt dann im Porno, wird dann halt mein Gedicht aufgesagt oder was weiß ich was, ja, und die Nazis verwenden meine Bilder auf ihren Wahlplakaten. Ja, Genau, in einem Porno. So, diese beiden Dinge sind die, das, erste, das erste Argument überhaupt gegen Open, ja, und dann natürlich gegen ND und auch gegen NC und gegen alles Mögliche. Oder für NC und ähm, für ND natürlich. Ähm, und was ich dazu mal sage, ist, äh, im Urheberrecht gibt es so einen Mechanismus, der heißt das Entstellungsverbot. Äh, das heißt, selbst wenn man eine Lizenz hat und es völlig aus dem Kontext gerissen wird und der Urheber nachher darunter leiden würde, ist es nicht erlaubt, trotz der Lizenz. Insofern nicht so wild. Wir haben die rote Karte. Ich sage danke, lieber Till, auch für das Abschlussstatement. Auch dir, Jan. Ich glaube, wir haben, wie gesagt, sehr häufig das Wort Lizenz verwendet. Ich hoffe, wir können Ihnen weiterhelfen. Wenn nicht. Ich bin jetzt nicht weiter hier, aber andere Leute stehen bestimmt da draußen rum, die Ihnen weiterhelfen können. Ich komme später wieder. Die Kollegen rechts und links sind bestimmt noch kurz hier. Ich hoffe, Ihnen hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht in die doch offene Frage bringen, welche Lizenz ist die richtige für OER. Dankeschön an euch, danke ans Publikum und bis ganz bald.